30 Winsbacher Sängerknaben im Proberaum. Seit Samstag ist dieses Video im Internet zu finden. Der 11-jährige Milan und der 13-jährige Laurin haben in diesem Video mitgesungen. Laurin kann sich gut erinnern, wie der Film aufgenommen wurde. Ja, genau. Wir haben immer 2 Meter Abstand gehabt. Es wurde alles natürlich ausgemessen. Am Boden waren Kreuze markiert. Da standen die Stühle und je nachdem, wie viel Platz eben war, so viele Sänger konnten auch mitmachen. Weil es kann natürlich nicht jeder in den Saal, aber wir wollen so viele wie möglich auch ranlassen. Derzeit gibt es keine gemeinsamen Proben oder Konzerte. Darum freuen sich die 2 Jungs über ihren Internetauftritt. Ich finde es super, weil sonst haben wir ja jetzt vor allem jetzt nach dem neuen Lockdown kaum Konzerte, bis gar keine Konzerte eigentlich. Und deswegen, wenn wir das im Internet machen, es ist natürlich kein 100%iger Ersatz, aber wenigstens, dass wir das Gefühl haben, die Leute sehen, was wir machen, wir können uns präsentieren, das ist toll. Martin Lehmann, der Leiter des Winsbacher Knabenchors, entwickelte das Internetchorprojekt gemeinsam mit den Sängern aus Tölz, Augsburg und Regensburg. Ihr gemeinsames Ziel: Nachwuchswerbung. Wie hier die Tölzer mit dem kurzen Chorstück Viva la Musica. Schnell waren weitere 42 Knabenchöre aus dem deutschsprachigen Raum dabei. Durch Corona ist es so, dass unser Nachwuchskoordinator nicht mehr in Grundschulen Ansprache tätigen kann und dass Kinder, die sich für uns interessieren, auch in unseren Singschulen nicht ausgebildet werden können. Und insofern suchen wir jetzt andere Wege, wie wir die singfreudigen Kinder und die Elternhäuser erreichen können. Der 12-jährige Imre hat momentan nur Einzelunterricht. Wenigstens darf er singen. Doch ist es für ihn kein Ersatz für das gemeinsame Chorerlebnis. Also es macht auch irgendwie mehr Spaß, wenn man nicht nur seine eigene Stimme auch, sondern den Chorklang hört. Das Video vermittelt das Gefühl eines gemeinsamen Chorauftritts. Milan sehnt sich danach. Ich hatte nie einen Auftritt mit Anzug. So nah beieinander und das finde ich echt schade. Milan muss noch etwas Geduld haben. Vielleicht kann er zu Weihnachten in der Kirche auftreten. Bis dahin muss der Einzelunterricht für alle das gemeinsame Chorerlebnis ersetzen.